Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Lost Ark Gameplay. Ich stehe hier in Rohhendel, Glaslotussee. Und ich muss zur brausenden Böschung, da ist irgendwas vorgefallen. Gucken wir einfach mal rüber. Bisher ist die Main Story, naja, so lala. Was muss ich hier machen? Beruhigt euch alle mal. Ah nee, der da ist es, ha? So. Mal ganz kurz noch einen Beampunkt holen. Ich hoffe, es stört euch die Knusper nebenan ein bisschen. Erdnüsschen. Oh, hier drüben! Bin ich erleichtert. Schön, dass du da bist. Es gab eine laute Explosion. Die Sylvaner begannen uns anzugreifen, aber plötzlich stürzten sie alle zu Boden. Diese freundlichen Leute haben mich befreit, aber viele Feen sind immer noch von der Magie gefangen, die die Sylvaner in den Wahnsinn getrieben hat. Ich bitte dich, hilf ihnen. Aufhören, bitte! War jetzt nicht notwendig, aber habe ich doch gern gemacht. Oh. Ich will mich unterhalten, da hältst du dich bitte raus, ja? Danke. Sieht nicht gut aus, oder? Endlich kann ich mal durchatmen. Würdest du sagen, dass dies der magische Eruption ähnelt, die es am Schauderwellensee gegeben hat? Als Bambiri kann ich die Magie selbst nicht spüren. Übrigens sagt Athena und Arwen, sie seien auf dem Weg zum Feendorf. Sagten, es klang, als wäre die Explosion aus dieser Richtung gekommen. Meine Güte, ich hoffe, es geht ihnen gut. Okidoki. Ich mache auf die Suche nach Arwen. Ich kümmere mich um die Leute. Gut. Nein! Meine Freunde! Ich finde es immer so blöd, wenn die nicht in die Richtung gucken. Reden. Du kommunizierst lebhaft. Und dann kann ich doch ein Erdnüsschen essen. Und ein Whisky dazu trinken. Eine scheiß Kombination. Wer bist du? Danke dir. Es geht mir schon viel besser. Aber ich höre immer noch dieses seltsame Geräusch. Dieses seltsame Geräusch. Es klingt, als ob der Wind heult. Was in aller Welt ist passiert? Ich weiß es nicht. Die Windelementare begannen plötzlich laut zu schreien. Was dann passiert ist, bumm, irgendetwas ist explodiert. Und dann sind meine Freunde, mit denen ich Obst sammeln wollte, einen nach dem anderen. Sie sind... Hast du Arwen gesehen? Arwen, oh, du meinst den Sylvaner-Magier? Er kam mit ihrer Majestät Athena zum Feendorf. Ihre Majestät brach dann auf, um das uralte Elementarwesen der Blitze zu treffen, während Arwen sich mit Cecilla zum Heiligtum begab. Wenn du zum Dorf gehst, findest du vielleicht verwundete Feen, die auf dem Boden liegen. Bringe sie dann bitte ins Dorf, sie sind in Gefahr. Was hat die hier? Mit den Sylvanern kommen wir klar, aber das wahre Problem sind die Feuerelementare. Die sind so angriffslustig, dass es schwer ist, ihre Angriffe auszuweichen. Wenn wir die Feuerelementare besiegen, können wir uns um den Rest kümmern. Ja, naja.
Was tut man nicht alles für den lieben Frieden? Was stimmt denn mit all den Leuten nicht? Verwundene Fee. Das kann nicht sein. Ja. Danke. Das kann nicht sein. Warum? Ja, habe ich vielleicht doch nicht. Was stimmt denn mit all den Leuten nicht? Das hat jetzt wieder kaum Schaden gemacht. Wir können nicht nur rumsitzen. So, also erstmal hier rüber. Lass sie hier. Ganz langsam. Vorsicht. Ja, ich komme gleich wieder. Ich muss erstmal da drüben noch. Hast du dich um diesen Feuer, um diese Feuerelementare gekümmert? Vielen Dank. Die waren einfach zu heiß für uns. Fremdling, ich bin dir zutiefst dankbar für deine Hilfe. Du bist in Zeiten größter Not zu uns gekommen. Und du suchst nach Arwen? Er ist mit Cecilla aufgebrochen, um das Heiligtum des Windes zu untersuchen. Die Elementare dort sind möglicherweise gewalttätig geworden, genau wie die Sylvaner. Wir Feen können ganz leicht dorthin fliegen. Aber da du keine Flügel hast, solltest du auf einem Löwenzahn reiten, um dorthin zu gelangen. Genau, das ist eine super Idee. Ich hoffe sehr, dass Forte auch in Sicherheit ist. Okay, das ist aber ein Riesenlöwenzahn in dem Fall. Verwundeter Elementar. Was in aller Welt ist hier los? Verwundeter Elementar. Oh. Oh nein! Kinder, wacht auf! Ich hätte früher hier sein sollen. Was ist passiert? Superion, das uralte Elementar der Blitze. Ich kann Asenas Stimme nicht mehr hören. Ihre Majestät ist zum Sturmtempel aufgebrochen, um sich mit ihm zu treffen. Sie bat mich und Arwen, das Heiligtum zu untersuchen. Kurz darauf begannen die Elementare miteinander zu kämpfen. Wir versuchten, sie davon abzuhalten, aber es war vergeblich. Sie griffen weiter an, dann gab es plötzlich eine gewaltige Magieexplosion.
Ich kann es fühlen. Irgendeine unheilvolle Energie liegt auf dem Sturmtempel. Wir müssen Ihre Majestät Azena helfen. Ja, wenn wir vielleicht... Die Lage ist ernster, als ich erwartet hatte. Hier hat sich sicher eine magische Eruption ereignet, aber das erklärt die Kämpfe nicht. Die Elementare sind nicht wie wir. Normalerweise würden sie sich gegenseitig keinen Schaden zufügen. Ich habe Azenas Stimme gehört. Was? Du hast sie gehört? Ich wusste es. Irgendetwas ist im Sturmtempel geschehen. Uns bleibt keine Zeit. Komm, wir müssen zum Tempel. Es ist wieder alles zurück. Genau. Ist gut. Wir müssen Geldgeber. Bin gleich wieder da. Gucken, wie viel der hier gibt. Also 745415. 7415. Erstaunt. Der hat Stein der Bindung, konnte man tun. Glaube hier keine Kohle mehr fallen. Stein der Bindung. Die lassen Ding fallen. Okay. Ja. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich will auf keinen Fall wieder einen Löwenzahn reiten. Doch, wir müssen uns beeilen. Hab ich dich. Falls meine Hände abrutschen, dann sagt Turan bitte, dass er die Tiere in meinem Haus füttern soll. In diesem Sinne, lass uns losfliegen. Habe ich jetzt nicht. Ist egal. Der ist wieder da. Ich suche gleich nach Arwen, aber ich muss jetzt erstmal wieder den da erledigen. Den nicht mal groß um, ja. Studier
Praktizierst du immer noch diese Magie, Arwen? Endlich habe ich dich eingeholt. Ich hörte, was geschah. Du musst zum Sturmtempel, richtig? Ja. Aber der Ort ist nur für Sylvana, die vom uralten Elementar auserwählt wurden. Du kannst da nicht einfach rein und raus spazieren, als ob das ein Heiligtum dir gehört. Zumindest hat dir Arwen doch das gleiche wie ich gesagt, oder? Ich verstehe deine Situation, aber das Einzige, was wir im Moment tun können, ist darauf zu warten, dass der Windwächter den uralten Elementar wieder hören kann. Genau das meine ich. Nein, alter Mann. Wer steckt in alten Zeiten fest? Die Dämonen kommen hierher, wie es ihnen gerade passt, oder nicht? Warum sollten wir da nicht versuchen, dasselbe zu tun? Verschmelzen wir unsere Magie mit der instabilen, um die Barriere zu durchbrechen? Zu unserem Glück ist die brausende Böschung von instabiler Magie erfüllt. Es kann noch eine halbe Ewigkeit dauern. Er kann noch eine halbe Ewigkeit darauf warten, dass die Stimme wiederkehrt. Aber das wird einfach nicht passieren. Tun wir, was ich vorgeschlagen habe. Über die Konsequenzen können wir uns später noch Gedanken machen. Also, was sagst du? Lass uns Dignus überzeugen. Ich wusste es. Ich wusste, dass wir dieselbe Sprache sprechen. Ich spreche unterwegs mit dem alten Mann. Hier, benutze diesen Ast, um die instabile Magie zu sammeln. Sobald du damit fertig bist, begib dich zum Dorf Seichtbrise und sprich mit dem Windwächter Forte. Schuft, wann hast du einen Ast des heiligen Baumes gestohlen? Meine Freundin verhält sich seit der magischen Eruption äußerst merkwürdig. Entweder starrt sie in die Luft oder sie läuft diesen schrecklichen Elementaren hinterher. Wo ist sie diesmal hingelaufen? Wenn du Sturmfragmente von den Sturmelementaren sammelst, dann läuft sie vielleicht dir hinterher. Was muss ich denn hier machen? Schade, besiege tobende Elementare. Voll daneben. Das ist der Besondere. Was muss ich hier machen? Ah. Du hast sie mitgebracht. Es tut mir so leid, was mit diesen Elementaren geschehen ist, aber es musste getan werden. Danke. Keine Ahnung. Nun wollen wir meine Freundin herlocken. Lege die Sturmfragmente auf den Boden. Und wenn meine Freundin auftaucht, legst du sie ganz vorsichtig in diese Truhe und bringst sie ins Dorf Seichtbrise. Ganz behutsam. Okay, also die Sturmfragmente ab. Du bist jetzt eine Freundin. Okay. F5. Und gut ist. Und da oben ist der Heinz. Voll daneben. Und da ist noch mal einer. Der wimmelt ja nur so von denen. Was los? Echt was geboten.
Gestern habe ich 47 Löwenzahnsamen. Jetzt, jetzt habe ich nur noch 9. Wahr, Cäsilla wird mir den Kopf abreißen. Mein Ruf als Saathüter steht auf dem Spiel. Bitte, bitte könntest du mir alle Löwenzahnsamen sammeln, die du findest. Ich schwöre bei meiner Ehre als Saathüter, dass ich dich dafür entlohnen werde. Und zwar reichlich. Der ist gar nicht so schlecht, oder? Er hat aber 20 Sekunden Ablenkzeit. Warum sind alle Elementare so wütend auf uns? Das macht mich traurig, aber danke, dass du mir diese hier gebracht hast. Und jetzt habe ich 30. Es wird Zeit, Cäsilla Bescheid zu sagen und darum zu betteln, dass ich meine Arbeit behalte. Ja. Und wieder Kaderaufstieg. Beim nächsten Mal gibt es Arbeitsenergie für die Festung, das ist auch nicht schlecht. Und da unten ist nochmal so ein besonderer. Hier rein. Meine Güte, sogar die Feen wurden von der magischen Eruption beeinflusst. Wir werden uns gut um diese Feen kümmern. Vielen Dank. Majestät hat von dir gesprochen. Wenn ich dich in den Sturmtempel lasse, würdest du ihrer Majestät vielleicht zur Seite stehen können. Aber da ich Sylperions Stimme nicht hören kann, kann ich nichts ausrichten. Tut mir leid. Es gibt einen Weg in den Sturmtempel. Wie bitte? Aha, ich erkläre es ihm. Du willst was tun, um in den Sturmtempel zu gelangen? Arwen hatte einen sehr gefährlichen Plan ausgeheckt. Er will auf dieselbe Methode zurückgreifen, die auch die Dämonen einsetzen. Als Sylvaner aus Rohhändler und Hüter des uralten Elementars könnte ich einem so riskanten Wagnis niemals zustimmen. Frage. Nutze den Chat, um den Gründe seines Widerstands zu fragen. Okay. Du zuckst verwirrt mit den Achseln. Ich knusper dabei Erdnüsse. Dämonenmagie? Im Reich der Elementare? Ja. Pforte starrt still auf den Zweig. Es ist nicht unmöglich, aber... Ich versuche ihn zu überzeugen. Der Königin das sagen. Gut. Wir sollten es versuchen. Und um ehrlich zu sein, bin ich überrascht von dir. Vertraust du Arwen wirklich so sehr? Ich will nur eine funktionierende Methode. Ich verstehe. Es widerstrebt mir zwar, aber ich muss sagen, das ist der einzige Weg, Ihre Majestät zu helfen. Tut mir leid, ich habe uns durch meine Sturheit viel Zeit gekostet. Begeben wir uns sofort zum Altar des Sturmtempels. Schau sie dir unbedingt an, sobald du in Rohhändel bist. Was soll ich tun?
Wegen der magischen Eruption sind die Dorf-Chamkuri erschrocken davongelaufen. Ich habe versucht, sie zu beruhigen, aber sie wollen trotzdem nicht zurückkommen. Ich mache mir Sorgen, dass sie vom Elementaren angegriffen werden könnten, wenn sie ganz allein dort draußen umherwandern. Ich kann nur versuchen, sie mit Hilfe meiner Magie einzufangen. Könntest du mir dabei helfen? Ja, habe ich glaube ich noch nicht. Also, so eine F5-Geschichte. Mal so einen Chamkuri finden. Das ist ein Chamkuri? Ne. Ah. Oh ne, was soll denn das? Vielleicht soll ich die vorher irgendwie umnieten. Okay, ich muss also wirklich... Ah, den habe ich. Ah, das war's schon, okay. Ein, das geht ja. Vielen Dank. Mhm. Also. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mir zu helfen. Das beruhigt mich etwas. Gucken wir mal, ob wir die Karte schon haben. Nein. Mhm. Nur noch 4 von 8, okay. Ah, das kann man noch anklicken. Da müssen wir gucken, da wird bestimmt irgendwie... Ja. Oh Gott. Weisheit. Königin. Meisterwerk. Geheimkarte. Lied der Ewigkeit. Oh cool. Händler. Statuen Ding. Na okay. Magmadon. Okay. Sei es drum, weiter in der Hauptquest. Da bist du ja. Was für eine Magie hast du bitte benutzt? Es ist dir gelungen, diesen sturen Esel Forte zu überzeugen? Selbst die starkköpfigen alten Knacker des Turms der Dämmerung können ihm nicht das Wasser reichen. Ich für meinen Teil konnte auch den alten Dignius überzeugen. Es war allerdings ein ziemliches Geschrei. Wie auch immer, wo ist die instabile Magie, die du gefunden hast? Mal sehen. Gut, es ist alles bereit. Aber wenn es uns gelingt, zwei Arten von Magie miteinander zu schmelzen, verflixt, das wird nicht reichen. Selbst wenn wir all unsere Magie aufwenden, wird es nur einen von uns gelingen, den Sturmtempel zu betreten. In diesem Fall musst du das sein. Du bist die Einzige, die die Stimme ihrer Majestät hören kann. Dann ist es entschieden. Wir zählen auf dich. Halte die Augen offen. Wollen wir dann mal anfangen? Ich werde die Tür zum Tempel öffnen. Faszinierend. Bitte hör auf, mich abzulenken. Warum musst du so eine Szene daraus machen? Okay. Jetzt gibt's hoffentlich Action.
diese Macht. Ja, ich fühle deine Macht. Komm zu mir. Ich halte das nicht mehr lange durch. Bin auf dem Weg. Ah, fuck, falsche Taste gedrückt. Dir konnten wir uns etwas Zeit verschaffen. Doch das ist nur der Anfang. Sagt, wie geht es euch? Die Nana hat ihre Macht eingesetzt und sich dabei verausgabt. Doch fürs Erste geht es uns gut. Ich folge dir, sobald ich dieses Gebiet geläutert habe. Hier, nimm dieses Zeichen der Beherrschung. Benutze es und ich werde für dich, wo du auch bist, Magie wirken. Du musst Sylperion, das uralte Wasserelementarwesen, der Blitze aufspüren. Seine Macht wird mit jeder Minute schwächer. Wir müssen uns beeilen. Reise zum Sturmaltar im tiefsten Teil des Tempels. Dort, so glaube ich, wirst du die Drahtzieher finden, der hinter allem steckt. Sollte dich etwas behindern? Dann führe mich mit unserem Bund der Macht dorthin. Und ich kümmere mich darum. Bezwinge die Elementare und Sylvaner, die von der magischen Eruption in Wahnsinn getrieben werden. Boah, cool. Na, geht doch schon. Soweit. Da hat jemand einen Eindruck hinterlassen. Dich umgibt instabile Magie. Wir müssen diese Energien läutern. Okay, das wäre mal erledigt. Jetzt geht's hier weiter. Thank you.
Doch. Kommt hierher. Das Zeichen der Beherrschung festigen. Ich spüre bösartige Energien aus dem Tempel strömen. Sei vorsichtig. Vorsicht ist mein zweiter Vorname. Muss ich jetzt nichts machen. Man muss noch rumlungern da. In der Nähe ist ein Aufzug. Nutze ihn. Etwas verursacht Störungen. Deine Macht, sie schwindet. Nein, bitte nicht. Ich höre Sylperion nicht mehr. Wir müssen uns beeilen. Yeah.
Okay. Zieht sich doch ein bisschen in die Länge hier jetzt, huh? Aber Action. Nicht mit einem Dämon oder einem Halbdämon anlegen. Gut gemacht. Aber es ist bereits zu spät. Scheiße. Jetzt? Oha. Wir müssen zurück nach Rotun. Inanna hält nicht viel länger durch. Eine klitzekleine Erklärung wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Ich bin Silperion, ein Blitzelementar. Danke, dass du den Sturmtempel beschützt hast. Ich gebe zu, dass diese Ereignisse mich immer noch verwirren. Ich konnte nicht spüren, wann sich die Magie der Feen verändert hat. Eigenartig. Ich muss ins Reich der Elementare zurückkehren, um Ephernia, dem uralten Elementarwesen des Feuers, mitzuteilen, was hier geschehen ist. Okidoki. Erstmal wahrscheinlich rausbeamen. Erstmal kurz gucken, was hat es denn gegeben. Da kann ich jetzt hier nicht einsetzen. Okay, dann trennen wir mal unser Lied. Danke dir vielmals. Gemeinsam haben wir eine magische Eruption im Sturmtempel verhindert. Hätten wir versagt, wäre die gesamte brausende Böschung zerstört worden. Warum sollten Feuerelementare so etwas tun? Sicherung durchgebrannt? Kleines Wortspiel. Vorerst machen will ich mir nur Sorgen um meine Schützlinge. Ich gehe am besten zurück in den Wald und sehe nach Knossis, dem uralten Elementarwesen des Waldes. Du solltest nach Rotun zurückkehren und um eine Audienz bei der Königin bitten. Ja. Äh.
Irgendwas habe ich erfolgreich abgeschlossen. Plus 1 Mut ist nicht schlecht. Rohhändel 10%. Jetzt nur erstmal den hier aufmachen. 30 und 90. Na, ist auch nicht der Hit, ne? Dann gucken wir ganz kurz mal ins Buch rein. Wahrscheinlich, weil wir in der Hauptquest ein Stück weiter sind. Da habe ich noch gar nichts, aber das mache ich dann mit der Dingsbums. Das war jetzt also kein offizielles Dungeon hier. Ja, ist aber weg. Kann ich nicht nochmal rein. Okay. Okay. Aber bevor ich das mache, ein klitzekleines Päuschen. Na, mach schon zu hier. Ich bin gleich wieder zurück. So, und weiter geht's. Was haben wir denn hier noch? Das kann man einlagern. Ja, dann reisen wir mal nach Rotun zurück. Wird auch immer teurer, was eigentlich nicht wirklich Sinn macht. Ja, aber ist egal. Also, Expedition. Da muss ich mal ganz kurz. Ihr seid zurück. Ich habe euch erwartet. Einige Angelegenheiten benötigen eure Zustimmung. Ihr könnt sie euch im Büro ansehen. So, was haben wir denn noch? Ich forsch einfach alles, was geht. Dann sind wir schon 27 bei der Festung. Dann ding 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 ding. Was wollte ich denn da? Ja. Ja, also, ach, ich weiß auch noch nicht. Ob das Spiel mich auf Dauer begeistern wird. Ja, schauen wir mal. Was willst du denn? Feuerelementare. Warum haben sie das getan? Wegen ihnen hat Inanna so viel ihre Kraft eingebüßt. Wer ist es überhaupt, Inanna? Warum frage ich das nicht? Ich sehe, dass plötzlich hier aus ihr ein anderes Wesen entsteht und wurde überhaupt nicht drauf eingegangen. Ah, du machst dir grundlos Sorgen. Mir geht es gut, aber Inanna wird immer schwächer. Es wird einige Zeit dauern, ehe sie die Magie versiegeln kann. Ohne dich wäre Sylperion in großer Gefahr gewesen. Vielen Dank für alles, was du im Sturmtempel getan hast. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Gehe nach Xenela und suche den Flammenwächter in Gerdia auf. Finde heraus, was mit den Flammenelementaren geschehen ist. Es wird nicht leicht sein, ihn zu finden, denn auch seine Kräfte schwinden. Ich habe einen Magier herbeigerufen, der dir helfen kann. Besuche den Turm der Dämmerung. Aberut wird dich ihr vorstellen. Ja, das machen wir noch. 9 Minuten haben wir noch, bis die Stunde wieder voll ist. Äh,
Turm der Dingsbums war da drüben. Wir müssen das Magieniveau. Okay, reden wir jetzt das mit dem hier. Ich wusste, ich muss nur noch ein wenig mehr erforschen, aber wo zum Teufel sind die ganzen anderen Magier? Als ich noch Lehrling war, lernte ich ganze Nächte lang für die Magie. Ah, du da drüben, du kommst zur rechten Zeit. Bitte überbring meinen Brief den Magiern, die sich aus dem Staub gemacht haben. Ich meine, die nach Hause gegangen sind. Das ist okay. Entschuldigung, nicht schnell genug das Mikro zugemacht. Ein Brief vom Meister, ja. Vielleicht sollte ich Israel bitten, mir beizubringen, wie man Harfe spielt. Okay, ich werde nächstes Mal lernen. Ich sollte das Studienfach wechseln, eventuell schon. Aber heute, ich dachte, ich würde nicht vor nächster Woche anfangen. Ich brauche Karotten und... Was, Meister Kron? Nun, in Ordnung, ich werde eine ganze Weile mein Bett nicht sehen. Okay. Spannende Geschichte. Für ein tolles Abenteuer braucht man nur einen guten Drink. Glaub mir. Ja, ich arbeite so im Geiste schon an einer Zusammenfassung. Also, wenn die Story vorbei ist, werde ich auf jeden Fall noch eine Folge machen, wo ich einfach mal meinen Eindruck über das Spiel so gesammelt, auch mit Bewertung ein bisschen zusammenfasse. Bin mal gespannt. Also, naja. Also. Ich habe davon gehört. Von was hast du gehört? Das sind diese Cuts, wo ich meine. Was? Ich habe davon gehört. Es gibt keine Einleitung. Es gibt. Jetzt stellt euch vor, wir hätten einen Break gemacht. Ich komme einen Tag später wieder. Ja, machen wir hier weiter. Ich habe davon gehört. Von was? Red mit mir, du alter Sack. Was zum Teufel ist mit den Feuerelementaren passiert? Bevor sich die Situation verschlimmert, müssen wir den Flammenwächter finden und mit ihm sprechen. Wie es aussieht, ist er genau in dem Moment verschwunden, in dem wir ihn am dringendsten brauchen. Was deine Mitstreiterin Elle angeht, ich glaube, dass sie irgendwo in Rotun ist. Ich hatte sie eigentlich gebeten, hier auf dich zu warten, aber Geduld ist nicht ihre Stärke. Wir müssen das Magieniveau im Blick behalten. Da unten. Ja. Ja, diese Teile, die man sozusagen als der Charakter wohl in das Gespräch einbringt, die fehlen ja komplett. Ja? Und das finde ich gelinde gesagt scheiße. Ihr beiden kennt euch? Bei den Göttern! So sehen wir uns wieder. Majestät Arsena hat mir von dir berichtet. Du bist auf dem Weg nach Xenela. Xenela, richtig? Los, gehen wir. Hast du es eilig zu sterben? Ich weiß ja, dass es ein Notfall ist, aber wenn du Xenela ohne Schutz betrittst, wird dich die kontaminierte Magie dort sofort in eine Blutlache verwandeln. Kurz gesagt, Xenela ist immer noch voller mutierter Magie. Um dich dort sicher aufhalten zu können, benötigst du einen besonderen Schutzzauber. Dafür braucht man die folgenden Zutaten: 7 Stängel der Goldblütendistel, 5 jeweils 100 Jahre alte Glaslotus, 5 Tränen des Froschikönigs. Ah, sowas. Ah, Froschikönigs. Ah, ganz ehrlich. Au. Froschikönig. Ah, 100 Stängel des Windduftlöwenzahns. Jeweils 7 dicke Tropfen von Elzowins Tau und Saft. Sowie eine Prise vorbereitetes Solarsalz. Das ist alles. Was ist? Stimmt etwas nicht? Ist das alles? In meinem Labor habe ich davon noch viel, viel mehr.
Vertrau mir diesmal, Armin. Hä? Stimmt doch nicht, er ist doch Armin. Da, na, vielleicht bin ich einfach... Nee. Obwohl Elzowins Tau viel zu wertvoll ist, um ihn herzugeben. Meine Güte, warum bin ich nur so vergesslich? Wir sind... mir sind Elzowins Wasserfallwasser und verarbeitetes Solarsalz ausgegangen. Ich habe alles aufgebracht, um für dich diesen Unsichtbarkeitsdrang zu brauen. Du kannst diese beiden Zutaten überall in Rotun finden. Bring mir etwas von beiden, ja? Ich werde alles andere vorbereiten. Gut. Das wird uns Zeit einsparen. Komm zum Dorf Seichtbries, wenn du alles beisammen hast. Jo. Aber ihr wisst, was ich meine. Es sind Übersetzungsfehler drin. Es sind Sätze, die keinen Sinn machen. Man kriegt eigentlich nicht mit, was man scheinbar selber gesagt hat, weil es steht ja nirgends. Dann diese Einblendungen, die teilweise viel zu schnell verschwinden. Man kann sie gar nicht lesen, ja? Also, da muss ich sagen, habe ich jetzt alles? Ah, da drüben. Ach, es geht. Na, das sind... Ja, wenn man das Spiel jetzt nur wegen der Action oder so durchspielt, klar, keine Frage. Man klickt man sich eh durch die ganzen Dialoge, so klick, klick, klick durch, interessiert mich nicht. Aber... Suchst du etwas? Magisch verarbeitetes Solarsalz? Ja. Davon habe ich gerade welches reinbekommen. Nur einen Moment. Hier ist es. Und übrigens brauchst du nichts zu bezahlen. Ich habe viel Großartiges über dich gehört. Du setzt dich sehr für Rohhändel ein. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Okidoki. Dann haben wir da drüben eine Kettenquest. Ist jetzt drin? Ja. Riasmia, mir geht es jetzt besser. Eigentlich könnte es mir kaum besser gehen. Tatsächlich habe ich seit langem wieder Lust, Musik zu machen. Wie wäre es, wenn wir etwas zusammenspielen? 12.500. Da. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn da vorne? Klar, logisch. Und es fällt halt dann immer auf, wenn man, sag ich mal, in so einer komprimierten Gegend ist, wo man sehr viele Quest-Bestandteile hintereinander liest, präsentiert bekommt, da fällt es an einem schon extrem auf. Ja, also ich will nicht sagen, dass es zusammengeschustert ist, aber... Ah. Okay. Vielen Dank, dass du meinen letzten Auftritt an meinem letzten Auftritt teilgenommen hast. Es war mir eine Ehre, mit dir zu musizieren. Okidoki. Und was haben wir jetzt? Wir müssen jetzt doch bestimmt irgendwo hingehen, oder? Ach nee, da. 2. Benutze Chatbefehl überrascht, um deine Überraschung über Israels Kommentar Ausdruck zu verleihen. Ja, okay. Das stimmt eigentlich. Habe ich irgendwie, es ist auch keine Markierung hier, gell? Überrascht. das hast du sehr gut gemacht. Ja. Die letzten 30 Jahre habe ich an nichts anderes als Musik gedacht. Jeden Tag quälte ich mich damit, meine musikalischen Fertigkeiten zu verbessern. Ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass ich nicht einmal versucht habe, Mederil und Flurov, die Mitglieder meiner Gruppe, besser kennenzulernen. Sie haben mich wahrscheinlich wegen meiner Besessenheit hinsichtlich meiner eigenen Leistung verlassen. Ich sollte mir eine Weile frei nehmen, um den Kopf frei zu bekommen. Ja. Tu das.
muss kurz gucken, wo kann man hier raus? Glaslotus. Doch, das ist doch. Nee, das ist nicht Glaslotus. Draußen die Böschung. Ja. Bin ich jetzt blind? Ach, ist mir doch egal jetzt. Jo. Dieses Gespräch. Schau sie dir unbedingt an, sobald du in Rohendel bist. Sie labert einfach und der ist noch in diesem Angstzustand. Das ist, okay. Also. Alles ist vorbereitet. Wo Lenora ist, fragst du? Hör mir bloß mit dieser ungeduldigen Sylvanerin auf. Sobald sie die Zutaten überprüft hatte, ist sie nach Xenela aufgebrochen. Aber keine Sorge, du hast das talentierte ehemalige Mitglied des Turms der Dämmerung direkt an deiner Seite. Der Trank mag viele verschiedene Zutaten benötigen, aber ihn zu brauen ist ganz einfach. Siehst du, schon fertig. Und dann, nun denn, Prost. Also gut, ich werde den Trank trinken. Nur damit du es weißt, er könnte ein wenig nach Froschi-Exkrementen schmecken. Froschi. Ich würde empfehlen, dass du dir beim Schlucken die Nase zuhältst. F5. Okay. Also, normalerweise sollte man nicht sofort etwas spüren. Stell dich jetzt in den magischen Kreis und warte. Wir werden zuerst aufbrechen. Turan, wir werden zuerst... Stell dich jetzt in den magischen Kreis und warte. Wir werden zuerst aufbrechen. Turan, komm schon, folge mir. Dann tue ich mich in den magischen Kreis. Mein Körper erwärmt sich von innen. Okay, das heißt, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Break. Stunde ist eh um und ich will nicht hier die ganze Zeit rumnörgeln. Das tut dem Spielverlauf nicht gut. Und dann brauche ich, will ich den Break erstmal. Ja, würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Also, sehe ich das zu kritisch? Habt ihr das Spiel gespielt? Habt ihr überhaupt die Quests gelesen oder nur durchgeklickt? Ja, einfach mal Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Und ansonsten, ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert doch meinen Channel. Und wäre toll, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Hier volle Version oder ich muss mal gucken. Vielleicht den ein oder anderen Shorty, den ich allerdings sehr wahrscheinlich mit dem Twink machen werde. Und ansonsten, ihr wisst ja, ne? Macht's gut zusammen und immer schön gesund bleiben. Ciao.